Hallo. Und mehr Lichter. Ob die irgendwo hinführen? So, machen wir das nochmal auf die Art und Weise. Und damit hätte sich das auch erledigt hier. So, nochmal kurz auf die Karte geschaut. Ach, hier drüben ist auch tatsächlich eine richtige, ganz kurze Sackgasse nur. Da können wir tatsächlich noch einfach mal mitnehmen hier. Huch. Frische Luft. Reine Luft. Die Luft ist ja so rein. Mal sehen, wie ihr hiermit zurechtkommt. Jetzt möchtest du doch mal angreifen. Das ist aber schön. So, den Rest macht ihr. Bin ich mir sicher. So, dann schauen wir nochmal ganz kurz auf die Karte. Das ist ja eigentlich nicht die Ecke, in die wir sollen. Wir sollen ja eigentlich hier rüber. Vielleicht schauen wir uns dann auch erstmal die andere Ecke an. Ach nö, komm. Eindringlinge! Haltet euch zurück! Der Scharlatan will den da lebendig. Machen Sie einen Spaziergang, Pathfinder? Oh, wir sind im Versteck des Scharlatans. Bisher hatte noch niemand aus dem Kollektiv ein Problem damit, mich zu erschießen. Wir sind eine große Organisation. Es ist also gut möglich, dass die Anweisung noch nicht bis in die unteren Ränge vorgedrungen ist. Aber meine Befehle sind klar. Ihnen darf kein Leid geschehen. Crux hat hier das Sagen. Reden Sie mit ihr, falls Sie Fragen haben. Klingt gut. So, dann gehen wir aber nicht diesen Weg weiter. Damit wäre jetzt aber klar, wo wir hier hinkommen. Das ist schon mal ganz interessant. Wir gehen erstmal ganz kurz in die Sackgasse hier. Und plündern ein bisschen. Die verdammten Generatoren sind repariert. Wieder einmal. Links. Links 2, 3, 4. So, dann gehen wir jetzt nochmal kurz dahin, wo wir hin sollen eigentlich. Und checken danach mal das Versteck des Kollektivs aus. Okay. Immer schön der Reihe nach. Das hier war die letzte bekannte Position des Landvermessers. Und ich glaube, da drüben liegt er. Ist er das? Ah, jetzt. Ah, der Landvermesser. Wer war das? Verbannte, das Kollektiv, irgendwelche Exilanten? Die Schwerkraft. Was? Er hat sich das Genick gebrochen. Wahrscheinlich bei dem Versuch, Barrenproben zu beschaffen. Ich glaube, er ist da durchgestürzt. Besser als ermordet zu werden. Sam, lade seine Daten herunter. Dann können wir wenigstens die abliefern. Tja, tja. Ich glaube, der ist durch das Loch gestürzt. Aber das bringt uns in die komfortable Position, dass wir jetzt das Versteck des Kollektivs kennen. Dann gehen wir dann nochmal kurz vorbeischauen. Und dann können wir noch das Quest abgeben und sollten damit dann durch sein. So, wo war denn? Ne, hier war es noch nicht. Okay. Die Kollektivbasis. Die ist gar nicht mal so klein. So, wäre auch cool, wenn es hier einen Schnellreisepunkt gäbe. Gibt's aber wahrscheinlich nicht, ne? Hier hinten die Basis des Kollektivs. Mit Crux reden. Das kriegen wir noch hin. Sam, was ist in den Käfigen? Dem Kratzen nach zu urteilen, Adi. Sam, was machen die mit den Adi? Anscheinend versucht das Kollektiv, die Kreaturen zu domestizieren. Und haben sie Erfolg damit? Das Aggressionsniveau ist niedriger als bei den Exemplaren in der Wildnis. Aber ich würde dennoch nicht empfehlen, den Käfig zu öffnen.
Wahrscheinlich nicht, nein. Okay, das hatte ich nicht erwartet. So, dann schauen wir uns doch mal hier ein bisschen um und werden mit Crux reden. Hallo Mädels. Mal kurz schauen, ob hier noch irgendjemand anders ist, mit dem man noch reden kann. Ist ja nicht bloß Statist ist. Mach sie mal an, ein Behälter. Danke sehr. Ein langer Lauf, der könnte vielleicht sogar interessant sein. Muss ich nochmal schauen, was für Wirkungen der hat. Du kannst ja auch echt mit niemandem reden, ne? Persönliches Log von Aquila. Neuer Eintrag. Es hat eine Weile gedauert, aber langsam wird es. Wir haben hier unten ein gutes Versteck und die Shuttles kommen regelmäßig. Keine Ahnung, wo der Scharlatan dieses ganze Bergungsgut auftreibt. Eladen vielleicht? Angeblich haben die ja jede Menge Schrott. Wäre aber eine ziemliche Strecke für ein bisschen Metall und Vorräte. Aber hey, sind ja nicht meine Credits. Ist Eladen ein anderer Planet? Das wäre natürlich sehr interessant, weil dann würde ich den natürlich später gerne mal kennenlernen. Ist vielleicht schon mal ein Hinweis. Wir haben, glaube ich, noch einen Planeten dann auf der Liste, der bewohnbar gemacht werden muss. Wir schauen mal. Erstmal reden wir mit Crux. Pathfinder, Sie haben mich überrascht. Wir bekommen hier nur selten Besuch. Ich bin nicht hier, um Ihnen Probleme zu machen. Trotzdem ist Ihr Timing nicht gerade das Beste. Irgendjemand fälscht die Befehle des Scharlatans und versorgt uns mit Fehlinformationen. Das hat bereits zwei unserer Rekruten das Leben gekostet. So etwas passiert eben, wenn man aus den Schatten heraus regiert. Glauben Sie mir, auch Organisationen mit einem Gesicht sind nicht vor gierigen Bastarden gefeit. Der Boss weiß, dass jemand aus diesem Stützpunkt dahinter steckt. Und es ist meine Aufgabe, den Dreckskerl zu finden. Und was hält Sie davon ab? Der Schuldige könnte untertauchen, falls er Verdacht schöpft. Um ihn zu enttarnen, muss ich also unauffällig vorgehen. Wieso sollte jemand das Risiko eingehen, sich als der Scharlatan auszugeben? Gier ist ein mächtiger Ansporn, Pathfinder. Das Kollektiv hat Zugang zu Vorräten, Credits und allen möglichen anderen Dingen. Und wir unterstehen lediglich einer Person. Vielleicht könnte ich Ihnen ja helfen. Ich stehe nicht mit dem Kollektiv in Verbindung. Ein wissbegieriger Außenstehender wird vermutlich weniger Verdacht erregen als eine offizielle Vertreterin. Das ist wahr. Also gut, Pathfinder, wir wissen Folgendes. Der Treffpunkt lag in den Schwefelquellen. Der Schuldige müsste also große Mengen Schwefel an seiner Kleidung haben. Das sollten Sams Sensoren registrieren können. Haben Sie sonst noch irgendwelche Spuren? Nur eine. Wir haben Fußabdrücke eines Menschen oder einer Asari gefunden. Sie waren allerdings zu undeutlich, um die Größe bestimmen zu können. Okay, das engt es ja zumindest ein bisschen schon mal ein. Schauen wir mal, was wir finden können. Arrestzellen entriegeln. Okay, neue Rekruten. Crux, es sind neue Rekruten zu Ihnen unterwegs. Setzen Sie Octans auf Sie an. Er hat beim letzten Haufen gute Arbeit geleistet. Ach, warum nicht? Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt tatsächlich was bewirkt habe oder nicht. Habe ich die falsche Taste gedrückt vielleicht? Nee, oder? Die Leertaste soll ich drücken. Ich kann auch hier drauf drücken. Komisch. Naja. Schauen wir mal auf die Karte. Hier machen wir das mal so. Sieht man an, dann werden die auch schön markiert. Einer ist gleich hier unten. Ich registriere zwar eine hohe Schwefelkonzentration, aber die Schwimmhäute an den Füßen eines Salarianers hätten andere Abdrücke hinterlassen. Ja, ich wollte gerade sagen. Gründlich zu sein, Sir. Die Schwefelkonzentration liegt im normalen Bereich. Dann ist er nicht unser Mann. Schauen wir mal hier drüben. Die Schwefelkonzentration ist nur sehr gering. Außerdem unterscheiden sich angaranische Füße deutlich von jenen von Menschen oder Asari. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Was haben wir hier? Eine Asari. Die Schwefelkonzentration ist erhöht, aber nur leicht. Und sie ist eine Asari, was zu den Fußabdrücken passt. Wir können sie also noch nicht als Verdächtige ausschließen. Richtig. Wir sollten weitere Nachforschungen über sie anstellen. Einen haben wir noch auf der Liste.
den wir uns noch anschauen sollten. Ansonsten ist Links 2, 3, 4 unsere beste Kandidatin bislang. Ich registriere eine hohe Schwefelkonzentration und ihre Fußabdrücke haben eine ähnliche Form wie diejenigen am Treffpunkt. Sie könnte also die Ratte sein. Bevor Sie Dorado beschuldigen, sollten Sie möglicherweise mit ihr reden. Sie könnte ein Alibi haben. Brauchen Sie etwas? Dann nerven Sie doch bitte Crux. Crux sagte, ich sei hier willkommen. Dieses Gefühl geben Sie mir allerdings nicht gerade. Hören Sie, ich komme gerade von einem echt beschissenen Job zurück und habe seit 36 Stunden nicht mehr geschlafen. 36 Stunden? Das kann unmöglich gesund sein. Sich den Befehlen des Scharlatans zu widersetzen, ist noch deutlich ungesünder. Also gehe ich dahin, wohin man mich schickt. Der Scharlatan hat Sie zu den Schwefelquellen geschickt? Rieche ich echt so schlimm? Wie gesagt, es war ein Scheißjob, aber über die Einzelheiten kann ich nicht reden. Vor allem nicht mit einem Außenstehenden. Man sieht sich, Pathfinder. Dann wird es... Herzfrequenz ist gestiegen, als Sie die Schwefelquellen erwähnten, Pathfinder. Oh. Wir sollten Crux fragen, ob sie wirklich bei den... Genau, das können wir herausfinden. Das ist ja gar kein Ding. Wir werden trotzdem noch mal kurz mit Links reden. Ich würde töten, um ein bisschen Schlaf zu bekommen. Tut mir leid wegen vorhin. Wir kriegen hier unten nicht oft Besuch. Die Rekruten sind einfach ein bisschen nervös. Ich dachte eigentlich, das Kollektiv hätte seine Leute besser im Griff. Selbst seine Rekruten. Wir sind keine Soldaten. Einige von uns sind schon seit Monaten hier unten. Ich selbst habe seit Wochen keine Sonne mehr gesehen. Die Schwefelkonzentration an Ihrer Kleidung ist ziemlich hoch. Ich... Was? Wie kommt der Schwefel dahin, wenn Sie seit Wochen nicht mehr draußen waren? Ich überwache unsere Wasserfilter und passe auf, dass sich niemand daran zu schaffen macht. Und wie jeder weiß, ist das Wasser auf Kadara extrem schwefelhaltig. Reicht Ihnen das als Erklärung, Sie Schwachkopf? Klingt gut. Was hältst du von Links, Sam? Ihre Erklärung für den Schwefel an Ihrer Kleidung war plausibel, Pathfinder. Ja. Ich würde sagen, die andere ist deutlich verdächtiger. Womit wir die Ratte wahrscheinlich gefunden haben sollten. Aber Crux wird uns sicherlich Aufschluss geben. Pathfinder. Haben Sie den Schuldigen schon gefunden? Dorados Kleidung weist eine hohe Schwefelkonzentration auf. Außerdem ist sie mir ausgewichen, als ich sie nach ihrem letzten Job gefragt habe. Sie hatte eine Mission im Hafen. Sie dürfte nicht mal in der Nähe der Quellen gewesen sein. Aquila, nimm Dorado fest. Unauffällig. Verstanden. Gute Arbeit, Pathfinder. Ich sorge dafür, dass der Scharlatan von Ihrer Hilfe bei dieser Sache erfährt. Wunderbar, wir haben die 80% zusammen. So, ich glaube, damit sind wir jetzt hier unten auch erstmal fertig. Genau, und damit werden wir uns mal hier nach draußen bewegen. Ja doch, den markieren wir uns mal. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber naja. So, das ist jetzt natürlich ein recht weiter Weg leider, den wir wieder zurücklegen müssen, um rauszukommen. Aber gut, was soll's. Immerhin dürften uns jetzt keine Viecher mehr begegnen oder irgendwas. Und wir können jetzt endlich unser Lager errichten. Ist das nicht schick? Also ich finde das super. So, schnell raus mit uns. Da sollte es lang gehen, nehme ich an. Ah, nicht da. Schon noch ein Stück weiter hier drüben, glaube ich. Da, wo es hell wird. Genau, und dann hier lang. Das war der Weg, den wir genommen haben. Ja, ja. Wüte mal ein bisschen rum. Die anderen beiden können dich ja ein bisschen beschäftigen. Ich gehe einfach weiter. So, da ist auch schon der Ausgang. Hui. So, dann checken wir mal ganz kurz hier oben noch die Ecke. Und dann
ist Feierabend für heute. Ach, ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen, ganz ehrlich. Also wir haben ja beim letzten Mal noch gar nichts gemacht gehabt hier für die Überlebensfähigkeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die komplett schaffe. Also nicht komplett, aber zumindest so weit, dass wir die Siedlung schon errichten können. Innerhalb einer Aufnahmesession. Ist aber auch gut. Also wenn wir jetzt hier genauso lang gebraucht hätten wie für die anderen. Für Haval zum Beispiel. Nee, Boat war es, ne? Welcher war der Eisplanet? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, Haval ist der Eisplanet. Ja. Also für den haben wir ja wirklich lange gebraucht. Oder für Eos. Also dann würde das Spiel ja nie ein Ende nehmen. Von daher ist das schon ganz gut so. So. Können wir das denn jetzt errichten hier? Irgendwie nicht. Was mich wundert, das sollte doch funktionieren. Sehr seltsam, sehr seltsam. Vielleicht müssen wir tatsächlich zur Tempest zurückkehren. Wir lassen uns mal exfiltrieren und mal schauen, was passiert. Rider, warum eine Dringlichkeitssitzung? Ich habe keine einberufen. Das war ich. Ich habe eine beunruhigende Nachricht erhalten, als wir auf Kedara waren. Es gibt Spannungen in der kroganischen Kolonie auf Elan. Die Lage ist ernst. Spannungen unter Kroganern? Was sie nicht sagen. Ich würde nicht Ihre Zeit damit verschwenden, wenn es nicht wichtig wäre. Wir müssen hin. Ich stimme zu. Nakmor Morda hat sich zum Overlord der Kolonie aufgeschwungen. Das ist merkwürdig. Nein, für uns hat der Archon Priorität. Wir müssen uns auf seinen nächsten Schachzug konzentrieren. Jarl hat recht. Tja, sehr interessant. Gerade ist Eladen das erste Mal gefallen, der Name. Und schon wissen wir auch, worum es geht. Und es ist tatsächlich wahrscheinlich die nächste Welt, auf die wir kommen. Wir werden keine überstürzten Entscheidungen treffen. Drak hat dem Team von einem Problem berichtet. Fahren wir die Emotionen runter und betrachten wir die Sache mit klarem Verstand. Okay, und wenn wir schon dabei sind, ich habe gehört, wie Gesetzlose auf Kedara über Aktivitäten im Remarf-System geredet haben. Nein, das ist das System, in dem sich die Turianische Goldene Welt befinden sollte. Remarf? Dort gibt es keine lebensfähigen Planeten. Nur ein Asteroidenfeld, in dem Verbrecher Bergbau betreiben. Eladen soll auch ziemlich unwirtlich sein. Voller marodierender Plünderer, die nichts zu verlieren haben. Mist. Niemand kämpft härter als Leute, die nichts zu verlieren haben. Aber wir haben jetzt den Transponder und stehen kurz davor, die Position des Archon-Schiffes herauszufinden. Klingt ja entzückend, die ganzen Aussichten für die anderen Orte. Ja, Meridian ist wichtig. Ich glaube aber, wir machen tatsächlich erstmal das andere. Weil ich denke, das mit dem Archon ist halt so das Finale dann sozusagen. Ich denke, das wird sowieso nacheinander gearbeitet, ist egal wie rum wir es machen. Das wird wie im ersten Teil von Mass Effect sein, wo man auch die Wahl hat, auf welchen Planeten man zuerst gehen möchte. Ich würde sagen, wir machen erstmal die anderen Welten. Unser Ziel lautet, hier eine neue Heimat zu schaffen. Und man weiß nie, wozu etwas gut sein kann. Wie auch immer. Geben Sie Kello die NAV-Punkte für Ihr Laden und diese potenzielle turianische goldene Welt. Wir wollen alle Optionen verfügbar haben. Hey! Von wegtreten oder Sitzung beendet war nicht die Rede. Sitzung beendet. Weitermachen. Ja. Du bist offenbar total der Chef hier. Gut. Keine Kontaktoptionen. Das ist in Ordnung. Gut, ich nehme an, wir könnten jetzt mit allen hier reden. Das können wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Ach ja? Wann hatten Sie zuletzt eine normale Unterhaltung? Meine Fehler einzuschätzen, mich in eine Schublade zu stecken. Das ist nicht. Für Sie sind alle auf diesem Schiff nur Experten.
Experimente. Aber ich habe keine Lust, ihr Versuchskaninchen zu sein. Pibi wieder. Ich hab keine Lust. Die ist halt echt so ein Kind vom Charakter her, ne? Hey, Joel. Ich wollte sie nicht erschrecken. Was? Das haben sie gar nicht. Moment. Was ist hier los? Sie sehen sehr beschäftigt aus. Wenn ich beschäftigt bin, konzentriere ich mich auf die Arbeit und mache mir keine Sorgen. Ich kann nachvollziehen, dass das hilft. Ich hätte gerne einen Rat von Ihnen. Ich mache für alle Geschenke. Ich habe eine Liste. Geschenke? Mögen Turianer Gedichte? Für Vetra schreibe ich ein Gedicht und graviere es in... Ich bin noch nicht sicher. Wie kann man ein persönliches Gedicht nicht mögen? Sehr gut. Vielleicht trage ich es ihr auch einfach nur vor. Da will ich aber dabei sein. Liam scheint meinen Rough Gin zu mögen. Ich könnte ihm einen nähen. Wirklich? Mögen Kroganer Messer? Ich könnte für Drug einen angaranischen Ritualdolch anfertigen. Wer hätte sowas nicht gern? Er dient hauptsächlich zur Dekoration. Ah, möchten Sie auch einen? Jarl, das ist sehr viel Arbeit. Worum geht's hier wirklich? Ich bin sicher, Sie halten mich für selbstbewusst und kompetent. Aber das bin ich nicht. Oder zumindest fühle ich mich nicht so. Dasselbe empfinde ich auch ziemlich oft. Gut zu wissen. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Seien Sie einfach Sie selbst. Meine Familie ist sehr bekannt. Unser Geschlecht wird allgemein respektiert und viele meiner Verwandten haben Großes vollbracht. Ich habe nie dazu gehört. So viele ältere Geschwister und Cousins, die immer erfolgreich waren. Ich versuche schon lange nicht mehr mit ihnen Schritt zu halten. Verstehe. Danke fürs Zuhören. Hier stehen Sie nicht in irgendeinem Schatten. Ich glaube an Sie. Ja, ich glaube, diese Selbstzweifel, das ist was vielen Leuten so geht. Ich glaube nicht, dass es allen so geht, weil manche sind so von sich überzeugt, dass sie keine Selbstzweifel wahrscheinlich entwickeln. Aber viele Leute, also mir geht das auch so, ich bin auch so überreflektiert sozusagen, zweifeln an sich selbst in ihrem Job und denken sich, bin ich denn wirklich gut genug dafür? Aber das gehört halt einfach dazu. Und das zeigt man natürlich nicht nach außen und deswegen hat man immer das Gefühl, man ist der Einzige, dem es so geht. Aber tatsächlich gibt es auch viele andere, die es genauso fühlen. Meine Berichte von Aphra über Axul sind beunruhigend. Ich verstehe nicht, wie es den Roker gelingt, so viele zu rekrutieren. Aha. Bis später, Jor. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Tja, das werden wir bestimmt auch noch herausfinden. Ich denke, mit den Roker werden wir bestimmt noch irgendwann einen Höhepunkt erreichen. Wie ist das jetzt? Ich soll da hinkommen, oder? Mach ich jetzt Sie mal nicht. Haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals. Oh Gott, so viel zu tun. So viel zu tun. Nee, ich gehe jetzt einfach mal zurück, nochmal auf den Planeten. Sind jetzt im Orbit von Kadara. Ja, ich gehe auch nochmal nach Kadara. Ah, nee, da bin ich ja wieder auf Kadara Port. Nee, das mache ich jetzt nicht. Okay, dann lassen wir das Ganze. Und... beenden die Aufnahme an der Stelle. Also wir haben heute Kadara uns angeguckt und muss sagen, wir sind da wirklich gut vorwärts gekommen, was so die Lebensfähigkeit des Planeten angeht. Also den haben wir ziemlich gut abgearbeitet und jetzt gibt es ja schon wieder eine große Fülle an neuen Aufgaben, die auf uns warten. Ich werde abseits der Aufnahme mal ein bisschen was an Nebenquests abarbeiten auf Kadara und beim nächsten Mal, denke ich, können wir dann damit starten, dass wir die Kolonie dorthin setzen. Also wenn es geht. Vielleicht geht es auch aus irgendeinem storytechnischen Grund nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es uns anschauen beim nächsten Mal. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr habt Spaß gehabt. Und ich versuche, so bald wie möglich wieder aufzunehmen. Wir schauen mal, wie es funktioniert. Ich habe bald nochmal einen Monat Elternzeit. Vielleicht habe ich da Glück. Wir werden es sehen. Ansonsten, sorry für die langen Wartezeiten immer. Es ist halt ein bisschen ungünstig, die Situation bei mir. Aber naja, lässt sich halt nicht ändern. Und, ja, ich wünsche euch alles Gute. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein.